Mediteo denkt an mich. Und an mich? Und an uns auch. Mediteo erinnert an ihre Medikamente. Mediteo hält ihre Messwerte fest. Mediteo verbindet mit Arzt und Apotheken. Laden Sie die App jetzt kostenlos herunter. Ich glaube, die Mannschaft hat heute, wir sind richtig gut rausgekommen. Wir hatten den richtigen Kampfgeist heute und ja, auch die richtige Einstellung. Insgesamt wollten wir viel Schlittschuh laufen. Wir wollten diese schnelle Menschen der Mannschaft auch bremsen, indem wir körperbetont spielen und schlau spielen. Das ist uns über weite Strecken auch gelungen. Unterzeitspiel war gut heute, haben einen guten Job gemacht, in Überzahl ein Tor geschossen. Also ja, es ist ein bisschen bitter, wenn du ein Tor schießt in Überzahl, in Unterzahl, bekommst du keins, dann stehen eigentlich die Chancen recht gut, dass du auch dich mit Punkten belohnst. Aber leider ist es heute nicht gelungen. Aber insgesamt die Moral war super, Kampfgeist war gut und auch die Spieldisziplin war gut. Also insgesamt außer dem Ergebnis gibt es also viele Sachen, auf die mir heute gefallen haben, auf die wir aufbauen können. Und wir wissen, dass uns auf morgen haben wir ein schweres Spiel gegen Ingolstadt. Boah, ich glaube, nach 10 Wochen ist es ein super Gefühl gewesen, wieder mit der Mannschaft auf dem Eis zu stehen. Und war es einfach ein tolles Gefühl, wieder bei der Mannschaft zu sein, um den ganzen Spieltag rum, das Aufwärmen, die Energie eigentlich, die durch eine Mannschaft, durch die Kabine fließt, wieder zu spüren. Und bis auf das wir verloren haben, hat es mir auch Spaß gemacht. Und ja, ich glaube, dass wir nah dran waren, aber am Ende hat es halt doch nicht gereicht. Ingolstadt ist immer eine hart zu spielende Mannschaft, die hart auf den Körper geht und wir müssen dagegen halten. Und wichtig ist gegen jede Mannschaft, dass wir unsere Zweikämpfe gewinnen, dass wir in der defensiven Zone gut stehen und unsere eigenen Chancen dann vorne kreieren und die dann nutzen.